Das ist der größte und bedeutendste Preis im Nachwuchsbereich. Also fantastisch. Ich glaube, die Atmosphäre ist großartig. Großartiges Gebäude hier, also passt. Super. Also genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, deswegen ich auch so gerne, dass ich hier übernommen habe, die Moderation. Herzlich willkommen, ich darf Sie begrüßen zum Juniorsportler des Jahres 2016. Die Physios sind noch bei den Alten, bei den Athleten, die noch verabschiedet werden. Die werden fit gemacht für den letzten Gang auf der Bühne, deswegen fangen wir natürlich mit den Juniorsportlern an. Genauer gesagt mit den Mannschaften. Auf dem ersten Platz Johannes Lochner und Joshua Blum. Wir haben schon die Angst gehabt, wie wir oben gestanden sind, dass wir wieder Zweite werden. Wir sind ja die Silberjungs hier, glaube ich, beim Bobfahren. Jetzt zweimal in Folge waren wir Vize-Weltmeister und jetzt war es schön, mal ganz oben zu stehen. Die Juniorsportler im Behinderten- und Gehörlosensport. Colin Müller, Gehörlosensportler des Jahres. Ja, ich habe nicht vergessen, den Maurice auf die Bühne zu bitten. Er hat uns eine kleine Videobotschaft zukommen lassen. Ich bin Maurice Schmidt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Nominierung als Juniorsportler des Jahres. Dankeschön und ciao. Wir kommen zu der angekündigten Athletenverabschiedung. Es wird einem dann in solchen Momenten etwas mehr bewusst, dass jetzt tatsächlich vorbei ist. Finde ich sehr, sehr schön, dass man eben auch die Leistungen der ehemaligen Athleten nochmal würdigt. Ich war 2005 tatsächlich mal bei der Juniorsportlerwahl, damals als U19-Nationalspielerin noch. Von daher schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis. Zum einen ist es die finanzielle Unterstützung, die sehr, sehr wichtig für uns ist. Aber es sind auch viele andere Dinge, die wirklich in den letzten Jahren auch bei der Sporthilfe ganz, ganz groß geworden sind. Das sind solche Themen wie duale Karriere. Die Bundesliga-Stiftung fördert die Nachwuchselite über die Deutsche Sporthilfe schon seit vielen, vielen Jahren. Und die Verabschiedung aus diesem Programm ist im Grunde eine logische Fortsetzung dessen. Und es passt einfach wunderbar zu dem, was der Profisport, in diesem Fall der Profifußball, eben an Respekt den Sportlerinnen und Sportlern anderer Sportarten zollen will. Herzlich willkommen an die 10 Nominierten. So, jetzt raten Sie mal, wer der Segler ist. Wir haben uns vor ungefähr 2 Jahren zum 5. nationalen Förderer bei der Deutschen Sporthilfe entschlossen. Und das passt gut zu uns, weil wir auch als Arbeitgeber einen sehr großen Wert auf Ausbildung junger Nachwuchskräfte halt legen. Wir hören jetzt einfach mal, was unsere Stimme zu sagen hat, wer wird Juniorsportler oder Juniorsportlerin des Jahres 2016. Auf dem ersten Platz ehren wir die Bahnradsportlerin Pauline Sophie Grabosch. Also ich bin stolz wie Wolle, wie man das bei mir zu Hause sagt, und überrascht, aber auch überwältigt von den Gefühlen, weil auch mein Stiefvater und meine Eltern dann eben auch als Überraschungsgäste dann hier waren. Und es ist eigentlich ein perfekter Abend jetzt. Also besser kann es jetzt eigentlich nicht werden. Juniorsportlerin des Jahres 2016, Pauline Grabosch.